Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute geht es an ein Avel-Unpacking. Ich habe zwar eigentlich gar nicht so viel bestellt, ich habe hier jetzt eine aktuelle Bestellung, die ich zusammen mit euch aufmachen möchte. Und dann hatte ich noch zwei Bücher bestellt, als es keine Versandkosten gab. Die möchte ich euch in dem Zuge dann auch noch zeigen. Aber machen wir doch erstmal das schöne Stück hier auf. Das erste Buch ist Scherbenseele von Erik Axel Sundt. Das Autorenduo hat auch die Victoria Bergmann-Reihe geschrieben, die ich euch schon vorgestellt habe. Und das ist der Beginn der nächsten Thriller-Reihe von den beiden. Ich fand Victoria Bergmann ein bisschen krank und bin mal gespannt, wie das hier wird. Ich dachte eigentlich erst, es wäre ein in sich abgeschlossener Einzelband, aber nein, wie so oft bei Avel ist es der Beginn einer Reihe. Und ja, ich werde es mir aber trotzdem mal anschauen und bin ganz gespannt, wie es denn so ist. Diesmal geht es darum, dass es eine Reihe von Selbstmorden von Jugendlichen gab und Jens Hurtig, der auch schon in der Victoria Bergmann-Reihe vorkam, soll diese Morde aufklären und ich bin mal gespannt, wie es so wird im Vergleich zu Victoria Bergmann. Die Reihe habe ich ja jetzt weggegeben, weil ich sie mir nicht nochmal antun wollte. An sich fand ich die Reihe als Thriller ja relativ gut, nur die Thematik ging mir etwas an die Substanz und ich bin mal gespannt, wie es hier wird. Der Zustand ist übrigens super, also ich habe eigentlich nur unten den Mängelexemplar-Stempel und hier oben ist es vielleicht ein bisschen angestoßen, aber das ist ein Mängel, der kann einem auch selber sehr, sehr leicht passieren. Von daher ist das Buch eigentlich so gut wie neu und ich habe, glaube ich, 4,99 € dafür bezahlt. Dann habe ich mir noch Crybaby von Gillian Flynn aus dem Fischer Verlag bestellt. Von Gillian Flynn habe ich bisher nur eine Kurzgeschichte gelesen, aber die Autorin ist ja relativ gehypt, sodass ich mir das jetzt guten Gewissens mitbestellt habe. Hier soll es darum gehen, dass zwei Mädchen ermordet werden und eine Reporterin darüber berichten soll. Allerdings hat die Reporterin wohl auch eine ziemlich dunkle Vergangenheit, die sie an dieser Stelle einholt. Das ist so das, was ich vom Inhalt sagen kann. Mehr weiß ich leider auch nicht. Und auch dieses Buch sieht eigentlich relativ gut aus, hat hier oben eine Menge Exemplarstempel. Das finde ich nicht ganz so schön, weil man das im Bücherregal dann doch sieht, wenn man dann mal hinschaut. Und hinten hat es halt diese Einkerbungen, diese ganz typischen. Aber auch hierfür habe ich, glaube ich, um die 5 € bezahlt, also ist das auch völlig in Ordnung. Und das letzte Buch aus meiner aktuellen Bestellung ist Was uns bleibt, ist jetzt von Meg Wolitzer aus dem CBT Verlag. Von diesem Buch hat David von Booktown schon geschwärmt. Das war sein Top 1 Buch von 2016 und im Endeffekt war es auch der Grund, warum ich bei Avel bestellt habe, denn Jessie von Melody of Books hat es sich auch bestellt und ich finde es immer sehr schlimm bei Avel Videos, dann fängt man eben auch selber an zu stöbern und dann musste das unbedingt auch mit, denn bei David kann ich eigentlich ziemlich blind kaufen, was er gerne liest, denn sein Geschmack ist einfach erstklassig, was Jugendbücher anbelangt. Und ja, so ist das hier dann auch bei mir eingezogen. Die Kanäle verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Hier geht es um ein Mädchen, das ja im Teenageralter ihre große Liebe verliert und daraufhin in ein Internat für traumatisierte Jugendliche kommt. Und ja, soweit ich es verstanden habe, geht es in diesem Buch darum, wie sie mit dem Schmerz umgeht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, wenn David dieses Buch so gern hat, dann werde ich es wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne lesen. Und ja, das Buch ist auch in einem guten Zustand. Unten hat es den Mängelexemplar-Stempel und so ein paar kleine Einkerbungen, aber an sich ist an diesem Buch auch nichts dran. Ich habe dafür, glaube ich, 8 € bezahlt. Und dann hatte ich mir bei Avel in der Zeit, wo es kostenlosen Versand gab, auch noch 2 Sachbücher, wenn man so möchte, bestellt. Und zwar einmal ein Malbuch für Erwachsene, Magische Kreise. Da sind im Endeffekt nur diese Kreise aufgemalt und welche Farben man dafür benutzen muss und dann ergeben sich dort Bilder. Ich finde Malbücher eigentlich ziemlich entspannend und ich male auch relativ regelmäßig da rein, also wenn ich mir dann auch mal 2-3 Mal die Woche 10 Minuten nehme, aber es ist halt unheimlich entspannend. Ich kann es euch
unbedingt empfehlen, auch damit anzufangen. Also der Hype mit dem Erwachsenenmalen ist doch ziemlich berechtigt. Und das war so das Erste. Das hat, glaube ich, sogar nur 3 Euro gekostet. Ist allerdings jetzt auch schon, ich glaube, 1,5, 2 Wochen her, dass es bei mir eingezogen ist. Von daher müsst ihr mal schauen, ob es noch verfügbar ist. Aber es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Malbücher für 2, 3 Euro. Und da ich das schon bei Anne von Goldschrift gesehen hatte, dachte ich mir so, ich gönne mir das auch mal. Und für 3 Euro kann man wirklich nichts verkehrt machen. Das ist hier oben so ein bisschen angerissen. Also es zieht sich leider durch das ganze Buch durch. Finde ich bei einem Malbuch aber nicht so schlimm, weil ein Malbuch für mich irgendwo auch ein Gebrauchsgegenstand ist. Und ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. Und für 3 Euro, meine Güte. Und das letzte Buch für dieses Video ist Zeitmanagement von Cordula Nussbaum. Das ist ein Übungsbuch, also ja, quasi ein Buch, mit dem man erarbeitet, was denn die eigenen Probleme mit dem Zeitmanagement sind, warum das Ganze nicht klappt und was man besser machen kann. Und das war für mich sehr interessant, denn mein Zeitmanagement ist eine Katastrophe. Also ich kriege eigentlich alles hin, was muss und was ich mir vornehme, aber ja, das Stresslevel, was da manchmal entsteht, weil ich es einfach nicht hinbekomme, früh genug anzufangen und mich dann ewig lang vor Dingen drücke, das geht gar nicht. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Buch mir vielleicht den ein oder anderen Denkansatz geben kann, wie ich das Ganze besser machen kann. Und wenn ihr mögt, kann ich gerne darüber berichten. Es wird aber eine Weile dauern, weil ich jetzt bald erstmal seit langem Ferien habe. Worauf ich mich schon riesig freue. Aber fürs kommende Semester wird das sowas von in Angriff genommen. Und ja, vielleicht hat es ja die eine oder andere positive Auswirkung auf mein Zeitmanagement. Das war es auch schon von meinem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal bei Avel bestellt habt, was ihr zuletzt bestellt habt oder was ihr da gerade ins Auge geschlossen habt und vielleicht bestellen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Avel ist für mich immer so eine kleine Falle und das ist halt manchmal ganz schlimm, wenn man dann anfängt zu stöbern und ja, zu viel findet und bestellt. Ich wollte eigentlich diesen Monat gar nicht so viele Bücher kaufen, aber ja, ist wohl nichts draus geworden. Meinen anderen Bücherhaul aus dem Januar verlinke ich euch natürlich auch gerne in der Infobox. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, was ich so in letzter Zeit gekauft habe, schaut da doch einfach mal rein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!